Verdammt, ich muss sie treffen, damit es funktioniert. Fuck, ich verschieße gerade meine ganzen guten Pfeile. Komm, komm, wo ist er? Also, das sind hier die Sand. Der brennt darauf immer ein bisschen. Ey, der hat gesessen. Auf jeden Fall fängt nämlich auch an, ein bisschen panisch zu werden. So, ich probiere jetzt mal die anderen Pfeile aus. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, wir haben überhaupt keine Auswirkungen auf ihn. Okay, und dann zeige ich euch jetzt den absoluten Oberhammer. Weil die machen ihn platt. Oh fuck, hier fängt schon an, panisch zu werden. Ich hasse es, wenn das tut. Das war's. Ich habe gerade für Starcon erschossen. Dank den Super-Explosionsfallen. Das wäre jetzt erledigt. Was werdet ihr jetzt machen? Ich bin mir nicht sicher. Ich werde vermutlich hier bleiben, solange sie es mir erlauben. Ich glaube, wir können hier neu beginnen. Das Erbe meiner Familie in etwas Ehrbares verwandeln. Wenn ihr natürlich weitere Abenteuer geplant habt. Ich hätte euch gerne meine mit. Oh, ich hätte euch gerne mit dabei. Das wollte ich hören. Ich will einfach mal gucken, was das andere ist und. Ja, okay, ich glaube, das war's. Meinen Glückwunsch. Fürst Harkon besiegt. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Tag erleben würde. Meine Dame, ihr habt mein äußerstes Mitgefühl. Ich bin mir sicher, das war nicht einfach für euch. Ihm konnte nicht mehr geholfen werden, Garan. Es musste sein. Ich freue mich nicht darüber. Er war immer noch mein Vater. Aber ich glaube, mein Vater ist in Wahrheit schon vor langer, langer Zeit gestorben. Das hier war nur das Ende von etwas anderem. Natürlich, meine Liebe. Jetzt wird alles gut. So, wir haben hier einen mächtigen Seelenstein. Bla 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 bla. Nehme ich einfach mal alles mit. Das war's. Das ist ja der große. Ich stehe über solchen. Streitigkeiten. Ich lebe schon. Ja, also, das war's. Das war der epische Kampf gegen für Starcon. Ich weiß, irgendwie vollkommen unspektakulär, ne? Und dafür jetzt hier dieser ganze Aufwand. Apropos Aufwand, ich möchte gerne was ausprobieren. Ne, also einfach mal so Schloss for Fun. Mal gucken, ob es funktioniert. Wenn ja, dann wäre es ja jetzt der epische Hammer. Wenn nein, schade. Aber dann kann man daran nichts ändern. Dafür brauchen wir wieder Tag. Na komm. Ich will mich ein bisschen schneller den Tag wieder heranbrechen sehen. Ich weiß, mein Vampirblut Wald im Sonnenlicht. Fuck, ich sehe die Sonne gar nicht. Ist zu bewölkt hier. Wo haben wir wenig Wolken? Ich glaube, wieder mal in Weißlauf. Dann gehen wir nach Weißlauf. Ne, da sollte man es dann regeln können. Und ja, ich gebe jetzt das Vampir-Dasein auf. Und ja, zum Werwolf. Wir hatten jetzt lange genug Zeit mit Spaß als Vampir und... Ich muss ja sagen, so viel Spaß der auch gemacht hat. Der ist... Oh, da ist der Todesstern. Der Vampir war nie was für mich und... Was braucht ihr? Demnach werde ich jetzt auch... Ich glaube, ich brauche ein paar Stunden später.
Da, wo man die Sonne halt eben auch sehen kann. Das wäre jetzt. Ich sehe die Sonne nicht. Herr Gott, irgendwo muss sie doch sein. Hey, aufpassen. Da fliegt er. Da in dieser Strich. Und Treffer. Ich glaube, ich habe gerade die Sonne gefunden. Oder auch nicht. Gott, wo ist die denn? Als das Kaiserreich sich dem Altmeri-Bund ergab, brachte es Schande über uns alle. Irgendwo hier, ne? Alter, wieso gibt es keine Sonne gerade? Es gibt immer Sonne im Spiel. Ich finde die Sonne nicht. Das ist ja gerade irgendwie blöd. Ich wollte was nachgucken, kann aber nicht, weil ich die Sonne nicht finde. Und ich das Wichtigste an dem ganzen Versuch. Okay. Ich habe gerade die Sonne verdunkelt. Ab sofort ist mein Vampirblut kein Problem mehr. Das wäre natürlich auch ein cooles Wallpaper, ne? Aber ey, ich hab die Sonne verdunkelt. Ist dunkel. Nun gut. Also jetzt haben Vampire hier echt das Beste überhaupt. Die können nämlich sich jetzt auch tagsüber regenerieren und. Nun ja, das wird eigentlich sagen, dass man Vampir mir jetzt keine Nachteile mehr bietet. Nur wenn man, ich glaube, das ist nur für Tag dann so und ich habe keine Lust, das ständig zu machen. Vor allem, da ich dafür auch Elfenpfeile brauche, die nicht so leicht zu bekommen sind. Es geht ein Riss durch Himmelsrand. Und weder Magie noch die Zeit kann ihn heilen. Mhm. Es ist Tag. Warum ist es draußen so dunkel? Vergesst nicht, täglich frisches Obst und Gemüse zu essen. Die Sonne ist verschwunden. Dem Untergang geweiht. Ja. Cool ist ja die Reaktion hier von den Menschen. Lee, schon als Mensch hat der große Talos uns hochgeschätzt. Denn in uns, ist cool. In jedem von uns, sah er die Zukunft. Könnt ihr es besser kontrollieren. Aber das macht es auch schwieriger, einen Hieb auszubalancieren. Beinarbeit an. Genau. Warum sieht der Himmel so seltsam aus? Wenn ihr ein schweres Gewicht um den Oberkörper herumschwingt, muss euer Unterkörper das irgendwie ausgleichen. Sonst fallt ihr hin. Okay, dann heißt, ich fange jetzt einfach an mit der Quest von denen. Na, na. Na. Wohin ist die Sonne verschwunden? Die Drachen waren wohl noch nicht genug. Jetzt auch die Sonne verloren? Ja. Alter.
Echt, aber wie auch die gesamte Welt mitspielt und mitreagiert, das ist. Mein Schild hat einen schlechten. Der Hammer. Sieht gut aus, auf jeden Fall. Also, ich. Und was macht das Kaiserreich? Nichts! Nein, weniger! Bei den Göttern! Was ist mit dem Himmel geschehen? Also, ich allein schon die Kommentare sind toll. Ich hatte eh alles gesagt. Ich kenne euch doch. Oh, ihr begeht einen Fehler. Das ist ganz sicher kein Fehler. Ihr seid ein gesuchter Mann und jetzt werdet ihr für eure Verbrechen bezahlen. Hier Mitglied der Gilde. Wenn das so ist, können wir dieses Mal wohl noch ein Auge zudrücken. Alle Wache? Warte. Alter, was habt ihr? Das ist ganz sicher kein Fehler. Ihr seid ein gesuchter Mann und jetzt wer... Wisst ihr was? Ihr seid den Ärger nicht wert. Geht. Alter. Ich kenne euch doch. Das ist ganz sicher kein Fehler. Gut, in Ordnung. Seid einfach leise und lasst euch nicht noch einmal... Gut, okay. Der Tag ist so dunkel wie die Nacht. Was ist hier los? Bei so einem Himmel wird etwas Schreckliches passieren. Oh ja. Nämlich das. Wie weit der Schrei geht. Der Himmel ist so dunkel. Was könnte das sein? Also, es ist echt bedrückende Stimmung daraufhin. Cool. Und wir sollen uns ja nachts treffen, da vor der tiefen Schmiede, deswegen. Ist jetzt Nacht. Ist ja cool. Und wenn die Sonne wieder aufgeht, wissen wir ja, ob der Scheiße wieder da ist. Nicht jetzt. Ja, Tiefenspiele heute Nacht. Da haben wir ihn gefunden. Und jetzt ehrlich zum Werwolf. Vampir sein war spaßig, aber ich freue mich irgendwie mehr auf den Werwolf. Damit kann ich auch besser umgehen. Und damit werde ich dann auch den Part beenden, nach der Werwolfsverwandlung. Seid ihr bereit? Nein, aber ich bin bereit. Das ist keine Prüfung, Jungblut. Das ist ein Geschenk. Tretet ein. Die Psalmone sind cool. Und ich bin jetzt in der Tiefenschmiede. Serena kommt, glaube ich, auch mit, oder? Gut, dass ihr da seid. Es ist lange her, dass wir ein Herz wie das eure in unseren Reihen haben. Vampir? Diese klägliche Zeremonie hinter der Halle wird Kriegern wie uns nicht gerecht. Ihr verdient mehr Ehre als ein paar Hochrufe und ein Fest. Ich hoffe, dass ihr Ayela auch in dieser Form erkennt. Sie hat sich bereit erklärt, euer Ahne zu sein. Wir machen dies im Geheimen, weil Kotlak zu sehr damit beschäftigt ist, dieses große Geschenk wegzuwerfen, das uns gegeben wurde. Er ist der Meinung, dass wir verflucht wurden. Aber wir wurden gesegnet. Wie kann etwas, das diese Macht verleiht, ein Fluch sein? Also nehmen wir die Sache selbst in die Hand. Um in die Sphären der Gefährten aufsteigen zu können, müsst ihr uns im gemeinsamen Blut des Wolfes beitreten. Seid ihr bereit, euren Geist mit der Tierwelt zu vereinen? Ich bin bereit. Nun denn. Ja, und aufgrund dessen, dass ich mich in Werwolf verwandle, verliere ich das Vampirblut. Und ich muss auch sagen, ich mag einen Werwolf mehr. Ne? Und jetzt gleich das kurze Flop, Flatsch. Bäm. Und vorhin beim Wasser haben wir ja gesehen, das haben die richtig hingekriegt. Das ist jetzt die Verwandlung, die epische. Bisschen Geschalt hinzugefügt. Und ich bin jetzt Werwolf. Mit Sprinten
springen. Wie wir sehen, hat die Bestie auch einiges an Power. Ne, also die Bestie hat was. Ich finde diesen Sprinter ja am coolsten, das haut die nämlich so richtig schön auf den Boden. Und jetzt hier. Jetzt werde ich wieder geportet mit 3,28. Und stehe, glaube ich, irgendwo in der Pampe wieder auf. Aber die Bestie ist cool. Tötet sie. Seid ihr wach? Ich dachte schon fast, dass ihr nie mehr zurückkommt. Eure Verwandlung war nicht das, was man einfach nennt. Aber ihr lebt noch. Gratulation. Wir haben sogar eine Feier für euch geplant. Eine Gruppe Werwolfjäger hat drüben beim Galgenfelsen ihr Lager aufgeschlagen. Die silberne Hand. Ich glaube, ihr kennt sie bereits. Ja, flüchtig. Wir werden sie alle abschlachten. Jeden einzelnen. Okay, ich glaube, das zeige ich auch noch eben. Nach euch. Skjör ist bereits als Kundschafter vorgegangen. Gut. Gut. Mehr Fragen will ich gar nicht stellen. Erstmal heißt es wieder aufrüsten. Und zwar indem ich mir meine Klamütz wieder anziehe. Da habe ich sie ja. Okay, und jetzt gehe ich noch unter Magie, Kräfte und führe die Bestiengestalt auch noch unter die Favoriten. Und in den Favoriten kriegt die Bestiengestalt überhaupt keine, aber ich rüste sie mal aus. Und gönn's mir mal, mich zu verwandeln. Einfach nur, weil der heißt hier Werwolfsjäger zu töten und ich denke mir, gerade mal als Werwolf sollte man das mal ein bisschen auskosten. Vor allem wenn hier die Wachen so scheiße einfach sind. Und weil der Finisher so cool aussieht. Rein da. Ganz einfach und easy. In den Galgenfelsen. Nee. Und als Werwolf renne ich rush hier nochmal eben durch und dann haben wir es. Ah, ich mag den Werwolf. Da hat was. Wirkt auch für mich wesentlich cooler als so ein. Vampir. Ich habe auf die Umfrage gehört, ist ja sehr nett von mir. Hier drüben. Und das war es wieder zu fleischen. Ja. So kann ich mich auch nähren. Und so stärke ich meine Werwolfsform. Ich vermisse ja auch, wenn solche Kollegen irgendwo rumhängen. Finde ich immer ganz schrecklich. Und dafür werden sie sterben. Was?
unten noch einmal platt machen. Und gefinished. Ah, cool. Ich habe Morgblut. Und natürlich heile ich mich auch noch mal eine Runde. Wenn man schon mal so gratis Blut bekommt. Und hier im Menü, sage ich einfach mal, hat man jetzt nur direkt den Werwolf hier. Und, ach, den gilt es jetzt aufzurüsten. Wie man sieht, ich kann eh überhaupt nichts anderes nehmen. Ich kann eigentlich als Werwolf wirklich nur rumsprinten und platt machen. Und ich habe ein neues Werwolfstalent. Und der ist auch wieder am Boden. Ich finde es sehr cool. Ich mag einen Werwolf. Schade, dass ich hier die Kamera nicht drehen darf, weil das anscheinend zu eklig geworden ist. Und ich habe mal Servus-Talent, das muss man sich natürlich auch mal gönnen. Hier, du verbrauchst das Werwolf. Ja, verursachst. Ich verursache mehr Schaden. Na komm, rein. Ich könnte jetzt hier auch noch Zusatz 100 Ausdauer. Heulenschrecken zu Werwölfe, Werwolf soll einen Toten jagen. Totem der Eisbrenner, ja, scheint Toten oder ruft Eis. Ach so, so kann ich dann ein bisschen was rufen. Eigentlich dachte ich ja, dass Ayola hier hilft, allerdings ist dem wohl nicht so. So kann ich mir wohl doch noch mal ein bisschen Zeit verschaffen. Oh, ich hole Blut aus der Treppe. Oh cool, ich kriege sogar mein ganzes Blut zusammen. Und ich muss sie auch übrigens so ausnehmen, sage ich mal, um die Stufenaufstiege zu bekommen. Hier haben wir einen Ork. Ich zeige euch, wie man richtig kämpft. Ich will die alle auf einmal wegrennen. Oha, da hat jemand so einen Flammenteil. Ja, schlimm ist, ich kann mich mit dem nicht heilen. Das heißt, ich muss hier wirklich jetzt überleben. Na los, ihr Monster. Regeneriere ich mich denn? Scheiße, sieht gerade nicht danach aus. Bullshit. Dass ich mich nicht heile, finde ich gerade eher unpraktisch. Zeuge gewaltig unpraktisch. Oh, da habe ich die Wiener. So. Oh, verdammt, da bin ich jetzt umgekippt. Scheibenkleister. Warte, da ich noch eins. Also ich mag einen Werwolf, der macht Spaß. Aber wir starten wieder hier und wir wissen jetzt, ich muss mich ein bisschen besser anstellen. Sonst überlebe ich nicht lange. Eventuell ein bisschen häufiger schreien. Weil das, glaube ich, auch ein bisschen mehr bringt. Dann sterben die ja trotzdem und dann kann ich sie ernähren und bin daraufhin besser aufgeladen.
Jetzt kann ich mich noch an ihm hier gönnen. Blutgier verlängert. Ja, okay, keine Ahnung, was sie mit Blutgier meinen. Dafür war ich viel zu selten, Werwolf. Schleichen geht ja auch nicht. Ich kann wirklich nur sprinten. Springen. Anzugreifen ist wesentlich leichter. Wir sind verloren. Wo ist der? Also das Battlen hier ist wirklich easy, dann wenn die alle wegrennen. Ja, und hier haben wir einen Ork, dessen Blut brauche ich ja. Und ich wurde vom Ball getroffen. Boah, jeder macht das mit Menschengestalt. Komm. Fuck, komm, renn die nicht mehr weg. Das hat wieder funktioniert. Scheiße, das sind zu viele. Einmal kommen noch total viele immer. Kacke. So, ich versuche jetzt noch einmal. Danach pausiere ich dann aber auch wirklich und muss ja rendern. Ja, der Spaß des Renderns. Noch einmal. Und diesmal besser anstellen. Hoffentlich. Ich tue am Bestes. So, hole ich mir eben ihre Energie. Oh, verdammt. Ich liebe Herausforderungen. Ja, und ich liebe es, wenn du tot am Boden liegst. Ich freue mich jetzt schon so gewaltig auf den nächsten Aufstieg, einfach nur damit ich mehr Schaden machen kann. Ne? Je mehr Schaden ich dem Feind zufüge, umso besser. So, jetzt habe ich ihn. Endlich. Ah, Glitzköpfe der Nord. So, okay, jetzt macht das lustigerweise wieder gerade nicht. Komm, und du. Warum springt er nicht mehr, so wie ich will? So, und jetzt rennt er und da hinten rennen die anderen weg, nicht hier zu. Ja, also. Muss ich echt ein bisschen probieren, bevor das so funktioniert, wie man will, aber. Werwolf-Fortschritt gesteigert? Nur gesteigert, ne? Ne, aber noch nichts frei. Thank you.
So, und da brauche ich ja das Blut. Das Orkische. Ah, da kommen die beiden endlich. So, ich lasse die einfach mal vorlaufen. Mit einem Pfeil im Schädel. Oha, was war das denn gerade? Ich hab überhaupt nichts gesehen. Habe ich mich gerade zurückverwandelt. Deswegen muss ich, glaube ich, ganze Zeit Blut wieder zu mir nehmen. Schön, dass ich das jetzt erfahre. Naja, und das läuft alles noch so, aber dann rüste ich erstmal wieder meine Pfeile aus. Ah, Moment, ich habe ja immer noch den falschen Schrei ausgerüstet. Schrei. Unerbittliche Macht, da habe ich dich ja. Alter! Da wurde ich gerade Oh mein Gott, okay, ne, gut. Ich speichere hier dann gleich ab, nachdem ich wieder aufgestanden bin und beende dann ein paar die Session und sag auf Wiedersehen. Weil ich bin scheinbar zu blöd. Okay, bye bye.